Unsere nächste Rednerin hat auch schon auf anderen Friedensdemos, die wir teilweise auch mitorganisiert haben, geredet. Sie weiß eine ganze Menge über geopolitische Zusammenhänge. Sie hat sogar schon unter Willy Brandt erlebt, was es bedeutet, diffamiert und ausgegrenzt zu werden. Damals waren viele Kommunisten von gesellschaftlicher Ächtung und Berufsverboten betroffen. Auch zu denen hat man gesagt, der geht doch nach Russland, den wirst du schon sehen, ne? Das kennt sie also. Sie ließ sich davon jedoch nicht abbringen, weiterhin ihre Meinung kundzutun. Im letzten Jahr publizierte sie gemeinsam mit vielen anderen kritischen Autoren das Buch NATO, Russland und die Ukraine, ein willkommener Krieg. Herzlichen Applaus für die Friedensaktivistin und Publizistin Christiane Reimann über die traurige Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg. Danke, Oliver. Und von hier oben sehe ich, wir sind viele, ist nicht nur ein Name. Wir sind viele, ist Realität. Toll, dass ihr alle da seid. Das freut mich ungeheuerlich. Wir leben ja in einer Zeit, in der es total modern ist, abzuschwören. Olaf Scholz, er kam mal von ganz links unten nach oben. Olaf Scholz schwört der Entspannungspolitik von Willy Brandt ab. Die Grünen schwören dem Pazifismus ab. Ich war 1982 im Ballerhofgarten mit Hunderttausenden anderen. Wir wollten, dass die Atomraketen raus aus Europa kommen. Wir haben es leider nicht geschafft, sonst sähe es heute anders aus. Aber es gibt für mich keinen Grund abzuschwören. Abrüstung, ein europäisches Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands sind nötiger denn je. Wir kommen hier ja aus verschiedenen Bewegungen. Da ist die alte Friedensbewegung, die neue Friedensbewegung. Da ist die Freiheitsbewegung, die Demokratiebewegung, die Maßnahmenkritikerbewegung. Wir haben unterschiedliche Geschichten. Wir haben auch eine unterschiedliche Kultur. Wir haben unterschiedliche Denkungsarten. Doch diese Unterschiede müssen nichts Trennendes sein. Wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir Interesse aneinander haben, wenn wir zuhören, wenn wir nach Schnittpunkten von Gemeinsamkeiten suchen. Und die sind in der Frage Frieden wichtiger denn je. Denn der Ukraine-Krieg kann beabsichtigt oder aus Versehen völlig außer Kontrolle geraten und alles zerstören. Diese Wahrheit wollen die herrschenden Eliten verschweigen. Sie sollen uns nicht irritieren. Wir sollen sie nicht hören. Dabei ist Deutschland selbst zur Kriegspartei geworden in diesem Krieg. Durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten und durch die Waffenlieferung ist Deutschland Kriegspartei. Wir sind Kriegspartei durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Der ist völkerrechtswidrig. Nur der UNO-Sicherheitsrat ist berechtigt, Sanktionen zu verhängen. Die Wirtschaftssanktionen des Wertewestens sind ein Wirtschaftskrieg. Sie sind Unrecht. Und wo Recht zu Unrecht wird, bleibt es so, dann ist Widerstand Pflicht. Lasst uns gemeinsam mal gucken auf die Mythen zu diesem Ukraine-Krieg. Mythos Nummer 1 ist, der Krieg hat am 24. Februar 2022 mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine begonnen. Das ist eine Lüge. Ich war mehrmals in der Ukraine, in der Ostukraine, zusammen mit Hilfstransporten, mit Medikamenten, mit medizinischer Ausrüstung für ein Kinderkrankenhaus in Gorlovka. In diesem Kinderkrankenhaus habe ich die Reste
der international geächteten Streubomben gesehen. Die Kinder konnten gegen die Angriffe nur geschützt werden durch die Körper der Pflegenden und der Ärzte. Und eine Mutter hat das leider nicht geschafft. Sie und ihr kleines Kind wurden durchbohrt. Ich habe gesehen, wie Kinder Krieg erleben in den Kinderzeichnungen. Von dem Angriff auf einen belebten Markt hat ein Kind ein Bild gemalt, da sah man nur einzelne fliegende Arme, fliegende Beine, fliegenden Rumpf. Das war Krieg. Dieser Krieg hat 14.000 Menschen das Leben gekostet. Er hat viele Tausend traumatisiert, verletzt und 1 Million Flüchtlinge hervorgerufen. Dieser Krieg soll nicht gewesen sein. Dieser Krieg gegen die russischsprachige Bevölkerung soll nicht gewesen sein. Wir sollen von dem Krieg nichts wissen. Doch er war und wir müssen davon wissen. Mythos Nummer 2 ist, auch Deutschland hat damit gar nichts zu tun. Auch das ist eine Lüge. Schon 2014, als durch den Maidan-Putsch der gewählte Präsident Janukowitsch weggefegt worden ist, hatte Franz-Walter Steinmeier, damals Außenminister, heute Bundespräsident, seine Finger schon dabei drin. Dann war der Versuch, die Staatskrise der Ukraine zu lösen durch das Minsker Abkommen. Das Minsker Abkommen hätte die Spannungen vermindern können. Es ist durch den UNO-Sicherheitsrat hochgehoben worden, sozusagen, in internationales Völkerrecht. Es hat den Status von Völkerrecht. Und jetzt hören wir von Bundeskanzlerin Merkel, dass sie und der damalige französische Premierminister, wie auch der ukrainische Premierminister, dieses Abkommen nur unterzeichnet haben, damit die Ukraine Zeit gewinnt zur Aufrüstung. Von den 4 unterzeichnenden Staatsoberhäuptern war offensichtlich Wladimir Putin der Einzige, der die Sache ernst genommen hat. Ja, von welchen Politikern werden wir denn regiert? Wer will in unserem Namen sprechen? Nein, die nicht. Die sprechen nicht in unserem Namen. Deutschland hätte sogar diesen Krieg verhindern können. Und wir hätten die Pflicht gehabt, ihn zu verhindern. Denn im 2+4-Abkommen, das ist das Abkommen für die deutsche Einheit. Es wurde unterzeichnet damals von den 2 Deutschlands, von den Siegermächten Frankreich, England, USA und Sowjetunion. Und die Unterzeichnenden haben sich verpflichtet zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung, in der, ich zitiere wörtlich, die Sicherheitsinteressen eines jeden berücksichtigt werden. Ja, was haben wir für Sicherheitsinteressen? Die NATO ist an die Grenzen Russlands vorgerückt. Die NATO ist das Gegenteil von Sicherheit. Deshalb, Deutschland muss raus aus der NATO. Die G7, die USA, die EU, Deutschland, alle behaupten ja, wir leisten für die Ukraine uneigennützige Hilfe. Man muss nur wissen, jedes Kriegsgerät, was in die Ukraine kommt, jede Finanzleistung, die rübergeschickt wird, ist Kredit. Das sind Kredite. Und ein Land wie die Ukraine, die im Moment einfach zerstört ist, zahlungsunfähig ist, wo die Hälfte der Bevölkerung schon das Land verlassen hat, die ist international nicht kreditwürdig. Und diese Zwangslage hat der Internationale Währungsfonds sich zunutze gemacht. Er hat verlangt, frische Kohle gibt es für euch nur,
wenn ihr den Verkauf ukrainischen Wohnens an Ausländer aufhebt. Seitdem setzt ein Run auf die Schwarzerde ein. Die Äcker der Ukraine sind das fruchtbarste Land der Welt. Und es gehört inzwischen nicht ausländischen Bauern. Nein, es gehört den großen US-amerikanischen Finanzinstitutionen. Es gehört BlackRock und Company. Es ist eine Schande, sowas. Und ich frage mich, ob es vielleicht deren Interessen war, dass die Verabredung von Istanbul vom März 2022, als beide Seiten, die russische Seite und die ukrainische Seite, es für möglich gehalten haben, dass die Ukraine neutral wird und dass die Krim-Frage gelöst wird. Vielleicht war es im Interesse dieser Institution und dieser Leute, dass dieses Abkommen nicht zustande gekommen ist. Wenn wir über die großen US-amerikanischen Finanzkonglomerate reden, dann reden wir genau über diejenigen, die den Wohnungsmarkt hierzulande kaputt gemacht haben, die jetzt auf Einkaufstour sind des deutschen Mittelstandes. Wir reden über diejenigen, die die Großaktionäre sind in jedem einzelnen der deutschen 30 DAX-Konzerne. Wir reden über diejenigen, die der militärisch-industrielle Komplex selbst sind und ihn kontrollieren. Wir reden über diejenigen, die den chemisch-pharmazeutischen Komplex selbst sind und sie kontrollieren. Wir reden also diejenigen, die Krieg oder Frieden machen, und wir reden über diejenigen, die Pandemie-Maßnahmen machen oder nicht. Und ich denke, wir werden keinen Frieden haben. Wir können kein Leben haben in Übereinstimmung von Mensch und Natur, wenn wir diese großen Finanzkonglomerate nicht enteignen. Wir müssen sie enteignen. Weltfrieden 2023. Die ersten Schritte dahin sind unbedingt nötig und sie sind eigentlich einfach. Sie heißen Stopp von Waffenlieferungen, US-Atomraketen raus aus Deutschland und ihr könnt auch gleich alle eure Militärbasen mitnehmen und die 39.000 US-Soldaten, die hier stationiert sind. Frieden wird es nur geben über Verhandlungen. Deutschland hat seine Möglichkeit, Verhandlungen mit in die Wege zu leiten, gründlich verspielt. Aber es gibt ja andere. Es gibt den Papst. Es gibt den brasilianischen Präsidenten Lula. Es gibt den Mexikaner. Es gibt die afrikanischen Staaten. Es gibt China. Sie haben Ideen zum Frieden. Und ich denke, Sie haben genug von der sogenannten unipolaren Weltordnung unseren Kriegen. Die wollen Sie nicht mehr erleiden und erdulden. In so etwas wie einer zweiten kolonialen Befreiung erheben Sie jetzt Ihre Stimme. Sie wollen mitsprechen über das, was in der Welt passiert. Sie wollen mitgestalten. Und ich denke, das ist eine Chance für uns. Lasst uns aufmerksam gucken, was Sie machen. Lasst uns das unterstützen. Es ist eine Chance für uns. Unsere Regierung aber verweigern wir in der Spur der Zerstörung, die sie zieht, unsere Gefolgschaft. Wir sind Botschafterinnen und Botschafter des Friedens, denn wir lieben das Leben. Wir lieben alles Lebendige. Wir lieben alles Widersprüchliche. Alles Neugierige. Und für diese Zukunft wünsche ich uns Beharrungsvermögen, Widerstandskraft und seid heiter.
Christiane Reimann, habe ich das richtig gelesen? Wer sind Sie und woher nehmen Sie die Kraft, sich auf die Bühne zu stellen und vor so vielen Menschen zu sprechen? Die Kraft, naja, also wer bin ich? Ich habe ja gesagt, ich war schon 82 mit meinem Bonner Hofgarten, also ich habe schon ein paar Jahre auf dem Rücken. Und ich bin eigentlich immer meinen Überzeugungen treu geblieben, das heißt für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Und wenn man seinen Überzeugungen treu bleibt, führt dann das automatisch irgendwann auf die Bühne, wo man dann vor tausenden Menschen spricht? Naja, zumindest führt das einen immer in Zusammenarbeit mit anderen Menschen, man ist nicht allein. Und man redet ganz viel und versucht ja auch alles, was an neuen Entwicklungen sich abzeichnet, zu verstehen und ja genau, darüber zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln, mit ganz vielen Leuten zu reden, beim Flugblätter verteilen, am Infostand, in der Nachbarschaft, überall. Okay, ich habe gehört, Sie waren ja sogar in der Ukraine. Ja. Das ist ja schon eine ganz schöne Aufgabe, ich meine, sich auch dieser ganzen Gewalt dort auszusetzen. Wie sind Sie dazu gekommen? Dazu bin ich gekommen, weil zwei Bundestagsabgeordnete der Linken, das ist André Humpe und Wolfgang Gerke, letzterer ist mein Mann, die haben einen ganz kleinen Aufruf gemacht für eine Unterstützung dieses Kinderkrankenhauses in Gorlovka, das ist in der Ostukraine. Ja. Und da sind für so eine kleine Anzeige mehr als 100.000 Euro zusammengekommen. Und da habe ich natürlich mitgeholfen, dass wir die in Medikamente umsetzen können. Ja. Ne? Also okay. Man kann ja nicht in der Apotheke gehen und sagen, guten Tag, ich habe hier einen Bestellzettel und 140.000 Euro. Also das war schon mühsam, weil wir... da war ich und da sind wir immer noch mal danach hingefahren und haben geguckt, so was macht das Krankenhaus, wie geht es da politisch weiter. Und Wolfgang und ich, wir haben praktisch in Folge dieser Reise 2015 schon ein Buch geschrieben, Deutschland, Russland, wie weiter. Und haben jetzt eben im letzten Jahr noch mal nachgelegt mit anderen Autoren in dem Fall, die auch ein gewisses Meinungsspektrum zeigen. Also mir ist das sehr, sehr wichtig, zu den Verbindungen zu behalten, auch zu den Leuten in der Ukraine. Okay, ich habe es gerade schon gesagt, die Linke, haben Sie gesagt, die hat da sozusagen die Weichen gestellt, dass Sie sich dafür engagieren konnten? Nee, ich habe die ja mitgegründet. Also Sie haben die Linke mitgegründet? Ja, ich bin Gründungsmitglied der Linken. Ah, interessant. Aber kriegt man da heutzutage nicht Probleme, wenn man sich hier hinstellt und vor den Leuten spricht aus dieser Querdenkenszene? Naja, also es gibt sowohl in der, es gibt in vielen gesellschaftlichen Gruppen, auch in der linken Szene, sag ich mal, nicht nur die Partei, die Linke. Unterschiedliche Strömungen. Gibt es sehr unterschiedliche Strömungen. Okay. Und die gehen zum Teil nicht gerade mit Glacierhandschuhen miteinander um. Also ist Frau Wagenknecht nicht alleine? Gibt es noch andere vernünftige Menschen in Delhi? Fallen Ihnen vielleicht ein paar Namen ein, denen Sie besonders dankbar sind? Menschen, denen ich besonders dankbar bin? Ja. Ja. Ich habe da auf den Reisen in die Ukraine, war ich in einem verlassenen Haus in einer Kleingartensiedlung. Und da unten in dem verlassenen Haus im Keller haben einige alte Frauen Babuschki, also Großmütter, Zuflucht gesucht, weil ihre Wohnungen zerstört waren. Und sie wollten ihre Kleingärten und die schon verlassenen Tiere nicht allein lassen. Und denen bin ich emotional sehr, sehr stark verbunden. Die gehen mir nicht aus dem Sinn. Okay. Denen bin ich dankbar. Okay. Und dann gibt es ungeheuer viele Menschen, denen ich dankbar bin, weil ich von ihnen lerne. Intellektuell und mit dem Herzen. Aber das würde jetzt eine abendfüllende Veranstaltung werden. Wäre mal ganz interessant, nochmal mit Ihnen zu reden. Was ist Ihre nächste Veranstaltung, Ihre nächste Aktion? Ich glaube, mit diesem Krieg haben wir noch lange zu tun. Das ist meine Hauptaktion. Ja. Und da kostet, also was heißt kostet Kraft? Da will ich ganz viel Kraft haben, die ich da reinstecken kann. Also kümmern Sie sich hauptsächlich darum, dass in der Ukraine halbwegs die Bogen wieder irgendwo geglättet werden können oder dass es eher den Menschen dass es Frieden gibt. Dass es Frieden gibt. Wir brauchen Frieden. Den brauchen auch
brauchen nicht nur die ukrainischen Mütter, wir brauchen auch die russischen Mütter. Ja. Gibt es da momentan Bewegungen oder Strömungen, wo Sie sagen, die kümmern sich da am meisten drum, den kann man die kann man unterstützen, in welcher Form auch immer? Ja, also ich finde, große Teile der Friedensbewegung in Berlin ist es die FRIKO, die ganz traditionell schon arbeitet. Ich finde, diese Zusammenschlüsse, also auch die Spaziergänge, Montagsspaziergänge, weil ich finde, alles, was sich im Moment einsetzt für einen Frieden und ohne Waffenlieferung, aufhören mit Waffen, wir müssen reden miteinander. Und da gibt es international Unterstützung, also im Rahmen der EU gibt es nicht viel Unterstützung. Die sind zum Kriegstreiber geworden. Jetzt will ich zum Abschluss. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Möchten Sie noch etwas loswerden zum Abschluss? Nein, ich möchte, dass viele Leute sich engagieren, keine Angst haben, auf die Straße gehen. Ihr müsst mit Leuten reden. Wir müssen miteinander reden. Ja, klar. Dann meine Reden führt ja auch dazu, dass Vorurteile abgebaut werden. Und am Ende ist es vielleicht gar nicht der Teufel, den ich mir immer vorgestellt habe, sondern auch nur ein Mensch, der seine Ängste und seine Sorgen hat, ja, und versucht irgendwie über die Runden zu kommen.